Hallo und herzlich willkommen bei Muskel- und Gelenkschmerzen.com. Mein Name ist Jan Dingen und in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren mittleren und unteren Trapezius mit einem Tennisball oder einem Lacrosseball selber massieren könnt. Das ist eigentlich ganz einfach, allerdings gibt es beim mittleren Trapezius ein paar kleine Tricks, um den Muskel wirklich schön penetrieren zu können. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir nehmen den Ball, legen ihn auf den Bereich der oberen hinteren Schulter, dort wo ihr diese dicke, feste Muskelrolle spüren könnt, die denke ich bei 90% von euch super hart ist, aufgrund von Stress im Alltag, im Privatleben, warum auch immer, von zu viel Training. Der mittlere Trapezius ist bei so ziemlich keiner Person, die ich jemals unter meinen Händen hatte, zwischen meinen Händen hatte, wirklich weich und geschmeidig gewesen. Deswegen versucht einfach mal hier diese Muskelrolle zu greifen. Das ist euer mittlerer Trapezius. Er zieht hier hinten an der Schulter entlang, an der Hinterseite und hier noch zum Nacken. Dort beginnt er. Und legt den Ball hier einfach drauf, auf diesen Bereich und massiert euch. Und jetzt kommt eben der kleine Trick. Versucht nicht einfach nur hier so drüber zu rollen. Das wird für die meisten schon auch echt schmerzlich sein. Also ich rolle immer von außen, von der Schulter hier rüber zu meiner Wirbelsäule, sondern ich gehe etwas tiefer und für die meisten wird das schon schmerzlich genug sein und schiebe meine Hüfte etwas von der Wand weg. Also ich zeige es euch mal von hier. Ich schiebe sie so von der Wand weg und drücke mich dann gegen die Wand. Ja, also, jetzt nochmal, ich gehe relativ tief, gehe gut in die Knie und jetzt lehne ich mich hier weg und jetzt fahre ich hier langsam rüber und ich bekomme noch viel mehr Druck und massiere nicht nur den mittleren Trapezius, sondern zum Teil komme ich auch noch leicht auf meinen Supraspinatus und hier am oberen Eck des Schulterblatts, am Angulus Superior, habe ich dann noch ein paar Fasern vom Levator Scapulae. Und das ist wirklich eine ganz tolle Massagetechnik hier, um die Schultern locker zu bekommen und auch Spannung wegzunehmen, die dann sehr oft in den Nacken hinaufwandert und auch zu Nackenverspannungen und Schmerzen führt. Also das hier ist im Moment die Massage des mittleren Trapezius, ganz langsame Massagestriche von außen nach innen in Richtung Wirbelsäule. Und das Ganze, je nachdem, wie ihr es aushaltet, entweder mit relativ aufrechtem Körper oder Hüfte zur Wand und hier von der Seite reindrücken. Machen wir weiter mit dem unteren Teil des Trapezius. Der ist super leicht zu massieren und das Einzige, was ihr hier machen müsst, ist, ihr nehmt den Ball, platziert ihn zwischen den inneren Rand vom Schulterblatt. Also hier, inneres Rand vom Schulterblatt, ich glaube, das kann man einigermaßen gut sehen hier, und der Wirbelsäule und massiert diesen Bereich. Das heißt, ich platziere den Ball hier, lehne mich gegen die Wand, lasse meine Schulter komplett locker hängen und mache leichte, langsame Rollbewegungen. Ich mache die gerade ein bisschen zügiger, weil ich mich in diesem Bereich sehr oft massiere und deswegen eigentlich auch keinerlei ernsthafte Muskelhärten hier habe. Aber wenn ich eine finden würde, würde ich mich ganz langsam massieren, so wie jetzt, und mich ausschließlich auf den kleinen schmerzlichen Punkt konzentrieren. Das ist, wie ich es schon so oft erwähnt habe, absolut elementar, um diese Verspannungen auch langfristig zu beseitigen. Also schnelles Rumgerolle ist so etwas, das bringt sie nirgendwo hin. Das kann ich euch versprechen. Ja, also nicht sie, sondern das kann ich euch versprechen. Okay. Damit wären wir am Ende vom Video angelangt. Ich denke, das hat jeder verstanden, hoffe ich zumindest, wie ihr euren mittleren und unteren Trapezius massieren könnt. Falls ihr das Video gut findet, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, helft mir, meine Informationen zu verbreiten. Wenn ihr Videowünsche habt, lasst es mich wissen über meine Website www.muskel-und-gelenkschmerzen.com oder lasst es mich hier in den YouTube-Kommentaren einfach wissen und ich werde mein Bestes geben, dass ich euch eure Videowünsche irgendwie erfüllen kann. In dem Sinn sage ich vielen herzlichen Dank für das Anschauen meines Videos. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und eine gute Besserung und sage auf Wiedersehen.